So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von mir. Ihr seht schon hier im Hintergrund, hier steht eine X3. Für die einen oder anderen, die diese X3 vielleicht schon kennen, guckt mal, da steht da an der Tür, Quadrotec. Wo ist euch das schon mal aufgefallen? Für diejenigen, die regelmäßig meine Videos gucken, Polen. Polen, Rudi, großes Wasser, wollte ich gerade sagen, Teich und ich. Wir haben da beide drin gesessen. Ich als Beifahrer, Rudi ist gefahren. Ich werde das Video mal hier oben einblenden für euch. Was macht dieses Fahrzeug jetzt hier im Beckwitz? Und Rudi ist gar nicht da. Dieses Fahrzeug hat mich einen neuen Besitzer. Diese X3 gehört jetzt, für alle, die ihn kennen und auch bei Instagram verfolgen, gehört jetzt nämlich dem lieben Dachlackschrauber. Ja, richtig gehört. Dachlackschrauber war ja bekannt immer mit seiner Renegade 1000. Aber jetzt hat er einfach mal zugeschlagen und den Schnapp dich weg Schnapper von Rudi hier erstanden. Für einen sehr guten Preis. Und die Karre ist ja nun wirklich schon einiges gewohnt und hat auch einiges erlebt. Aber sie ist erst ein Jahr alt, also noch Garantie. Und sie hat erst 1000 und ein paar zerquetschte Kilometer runter. Also eigentlich, wenn du so willst. Eingefahren, genau. Also, das ist jetzt Dachlackschrauber sein neues Fahrzeug. Aber natürlich noch nicht fertig. Er hat sie erst geholt und jetzt ist der erste Tag im Beckwitz. Und da will er sie natürlich erstmal fahren und ist auch schon gefahren, wie ihr seht. Dann sauber ist sie nicht mehr. Ja, da wird natürlich noch einiges kommen, was er verändern wird. Was er verändern will. Definitiv. Also lasst euch überraschen. Nun gehen wir mal zu dem glücklichen Besitzer. Hallo. Hallo Micha. Ja. Micha, möchtest du uns was zu dem Fahrzeug sagen, zu deinen Gefühlen, zu deinen Freuden? Eigentlich ist man sprachlos, wenn man damit fährt. Ja. Also ich habe mir viel erwartet von diesem Gerät, aber das ist, man kann es nicht in Worte fassen, man muss mit dir fahren sein. Ja. Ich habe auch, muss sagen, bis zum Kauf nie drin gesessen und nicht mit dir fahren. Ich habe die gekauft im Prinzip, habe die aufgeladen auf dem Anhänger und bin jetzt hier im Peckwitz das erste Mal so richtig gefahren. Ja. Vom Sitzen her, man sitzt flach, ja. Man sitzt nicht hoch drinne und ja, der Motor halt. Ja. Hat ja ein paar PS mehr, wie viel hat sie? 172. 172 PS, also meine hat 111, meine wiegt 635 Kilo, was wiegt deine? 760. Ja. Also nur 100 und ein paar zerquetschte mehr, aber übelst mehr PS. 60 cm Federweg. Ja, wir gucken noch mal hier auf die Federn. Das ist schon ordentlich im Material. Das ist ordentlich, ja. Ich muss dazu sagen, meine Renegade kommt nicht weg. Meine Renegade bleibt. Ja. Also das ist so geil, wie das ist. Ja. Aber Micha, wie viele Offroad-Fahrzeuge hast du eigentlich? Drei jetzt. Das sind im Einzelnen? Suzuki Samurai. Umgebaut natürlich, logisch, ich fahre nicht von der Stange. Ja. Die 80 Motor da. Ja. Ja, eine Renegade und jetzt die X3, ja. Ja, das sind also im Prinzip drei Fahrzeuge. Drei völlig verschiedene Fahrzeuge. Für den Offroad-Bereich, die du nutzen kannst, wie du gerade Bock hast. Genau. Also, wir werden jetzt gleich mit diesem Fahrzeug gemeinsam hier durch den Offroad-Park fahren. Ja. Und wir werden mal sehen, was da so abgeht. Ja, nochmal eine romantische Runde drehen. Eine romantische Runde. Romantisch. So weit bin ich noch nicht mit dem Ding. Erstmal kennenlernen. Genau. Also, bis gleich. So, Micha sitzt schon, es geht los. Ich werde mal hier einsteigen. Ja. Also wir haben genug Platz, nur der Junge von Micha hat gerade hier gesessen. Ich muss den Sitz noch mal nach hinten machen. Ich kriege die Tür gar nicht zu. So, warte. So, genau, den nach außen schieben und dann einfach runter den Sitz. Oh. So. Den mache ich mal rein. So. Ich sitze in der X3, in der ich schon mal gesessen habe. Das ist für mich unfassbar. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme heute Morgen mit Steffi hier an vorm Tor im Peckwitz. Micha, Manu und Kevin standen da, wir haben Hallo gesagt. Ungefähr für gefühlte 20 Minuten später fiel mir auf. Micha, du hast ja gar nichts auf dem Hänger drauf. Micha geht einfach zur Seite, geht weg, hinter so einen Transporter, lässt den Motor von der Karre und kommt einfach vorgefahren.
Ich werde euch das Gesicht dazu mal einblenden, weil die liebe Manu hat das nämlich gefilmt. Ja. Seht selbst. Kleiner Hauptgeldstricher. Das ist doch wohl nicht wahr. Jetzt verstehe ich auch das T-Shirt aus. Quattro-Tech? Das ist doch die von links. Das ist nicht die von Ingo. Herzlichen Glückwunsch. Da bist du schon mitgefahren, damit hast du schon gebadet. Das ist die von Rudi. Damit warst du in Polen. Die hast du jetzt gekauft? Ja, Donnerstag. Das ist ein Gatzenjäger. Ja, jetzt kann ich das noch nachvollziehen. Das war echt geil, ja. Ja, das war, das weiß ich nicht. Ob ich das hingestellt habe, so irgendwie gefühlt. Das war beknackt eigentlich. So. Naja, gut, okay. Also, wir sind jetzt hier auf dem Weg ins Gelände. Also, wie gesagt, Micha muss das Fahrzeug auch erst noch kennenlernen. Das ist für ihn auch neu alles. Und wir schauen einfach mal, wie das hier Packet ist. Packet bin ich ja mit der X3 auch noch nie gefahren. Ich werde schon mal dreckig, ich muss die Kamera reinnehmen. Also es spritzt. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, hier, es ist ja alles... Ja! I love it! Es ist ja schon wieder mal alles... würde ich sagen, anders hier vorne, ne? Ich bin schon wieder voll raus aus dem Text. Einmal Gas getreten, dann bin ich schon verwirrt. Das war nur Lenkertrieb, ich habe die Leistung nicht auf der Straße gebracht. Ja, ich habe da schon gemerkt, dass das nur Lenkertrieb war. Der ist nicht weggegangen wie. Aber da seht ihr die Kräfte hier, dem Fahrzeug. Es ist halt ein ganz anderes Fahrzeug. Ja, das ist einfach so. Also hier wirst du ganz schön dreckig in der Seite, das stimmt. Ja. Ja. Aber es ist, wie es ist. Hier unten fehlt noch, das macht mich aber noch zu. Ja. Dann kommt der Dreck da nicht so rein. Ich filme euch mal hier nach vorne raus, weil wie gesagt, eine Seite, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ich rutsch mal, Micha, kann ich auf deinen Schoß? Es kann auch mal passieren, dass meine Profrontpack dreckig wird. Ja, aber das bin ich nicht gewohnt. Das bin ich aber nicht gewohnt. Bei mir ist alles zu. Ich muss auch ehrlich sein, ich habe nur noch eine Warthose mit. Die hätte ich vielleicht schlauerweise anziehen sollen. Ah ja, gucke. Da hängen sie fest. Das ist so, also Eisschollen und Wasser. Ja, das Wetter ist heute, also ja. Das Wetter heißt, die Bedingungen sind schon extrem. Ja. Aber ist nicht schlimm, wir haben ja extrem. Mal bitte winken! Wir haben ja extreme Fahrzeuge. Ne? Frankie! Ja, extreme Fahrzeuge für extrem Offroad. Ja. Ja. Wir haben ja auch heute schon ein bisschen was erlebt. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja vorhin hinter dir hinterher gefahren. Nein, wenn du hier zügig lang fährst, das merkt man, das sieht gar nicht in der Karre so dramatisch aus. Also. Das muss ich mir erst angewöhnen. Ja, ja. Das kenne ich so nicht. Ja, ja. Oh, da kommt wieder dieses besondere Terrain. Ich weiß nicht, ob du das antun willst. Das ist ziemlich tief. Ich meine, gut, die Bodenfreiheit. Oh, da hinten knackt die Steine, merkst du? Das habe ich auch mal das Problem. Da kriege ich mal schon. Oh, da läuft ja schon kein Rücken runter. Deswegen brauche ich unbedingt Kupfenzoller. Ja, brauchst du. Also hier ist vorhin, wo es glaube ich in Ural gefahren, mehr war hier noch nicht los. Da traut sich keiner hier. Das ist einfach Schiete heute. Dann lassen wir. Rechts? Auch da lang. Gut. Seht ihr noch was? Ja. Also die spritzt natürlich nach vorne hoch anders. Ne? Es ist halt, es ist ein anderes Fahrzeug. Wenn ich das so vergleiche mit meiner X3, mit meiner RZR, es ist wie ein anderes Fahrzeug. Ja? Kann man nicht vergleichen. Oh, hier tropft es auch von der Decke. Ja. Ja. Ne? Ja. Scheint es kein Geheimnis. Ich liebe das, wenn man die Räder so sieht, wenn die arbeiten durch den Dreck. Seht ihr das? Seht ihr das? Ah.
knack, 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 knack. Ja, Steine. Geht gut, geht gut. Ja, also kann man nicht anders sagen. Also ich merke, dass es ordentlich nach vorne treibt. Ich muss dann auch die Augen zumachen, weil der Fahrtwind ist ja, übelst. Du hast jetzt keine Brille auf. Ja. Deswegen habe ich das Ding auf. Ja, hast du alles richtig gemacht. Nee, habe ich auch nicht dran gedacht. Nee, ich muss ja gar nicht das Fahrzeug hast, aber dann gesehen. Der ist schon ordentlich. Ja, genau. Kennst du das, wie die Panzer gefahren sind durch die Löcher? Das ist geil. Mit Gas hoch und ohne Gas. Und Gas wegnehmen, Mann. Das kannst du so geil fahren. Ja. Das ist doch Hammer. Lucky hat jetzt eine extra High. Und das macht Spaß. Wir sind jetzt zu dritt. Ja. Sind wir zu dritt? Ja, der kommt auch gut. Alex noch ja. mit seiner neuen Polaris ja. RZR. Dann sind wir zu viert. Dann haben wir eine schöne kleine Gruppe und dann können wir das jetzt regalieren lassen. Das macht, ich denke mal, es macht doch mal ein bisschen mehr Spaß, wenn du alleine bist mit einem. Anders Spaß. Ja. Anders. Anders. Ja, ja. Richtig. Also, es hört sich bekloppt an, aber es ist so. Wir haben sonst auch Spaß. Ja, ja, ja. Anders Spaß. Ja. Deswegen, Devil, wenn du das siehst, habe ich immer wieder gesagt, 2021 wird anders geil. Genau deswegen. Siehst du? Für dich nicht so, aber für mich. Da kann doch mitfahren. Was? Der kann doch mitfahren, Devil. Lass dir doch mal fit sein, Junge. Ja, wenn er wieder fit ist, kann er doch mit. Ja. Ich meine mitfahren. Das Beifahrer. Kann schon 22 sein. Man weiß es nicht. Ihr kennt ja so unseren lieben Devil. Der ist ja auch so verrückt, dass man angeht. Ja. Endläuft. Oh, hier. Blöd. Ja, mit PKW muss man bei den Wetter am Aufbau schwach sein. Definitiv. Die lachen nur, die Jungs. Aber welche Reifen hat er drauf? Hat er? Ja. Oh, schon gesehen. Da willst du nicht durch. Fahr einfach da lang, wo du willst. Mir ist das egal. Ich find's überall schön. Das ist das Altjahr. Wir haben Klamotten bei Altjahr. Ja. Ja. Wir haben jetzt schon das. Ja, auf jeden Fall, bin ich auch. Aber es kommt noch mal Sommer. Lass mal Ostern, mal gucken, wie Ostern das Wetter wird. Ja. Leute, wenn's geht, wenn der Kokolorus, sondern wenn die über uns herrschen möchten, das zulassen und wir es auch zulassen, dann ist ja Ostern. Bis dann weg, wenn's angesagt wird. Ich liebe das. Hammer. Ich liebe das. Aber ich muss schreien, um meine Gefühle rauszulassen. Ja! Geilo. Geilo. Ja! Hast du gemacht? Deine Mütze. Schon wieder? Ja. Du und deine Mütze. Schon das zweite Mal heute. Ich brauche einen Gitter dahinter. Du brauchst, ja. Naja. Mit Gott oder wie auch immer das machen wirst. Keine Ahnung. Wo liegt sie? Ja. Ja. Da? Da ist er. Eine Seite. Oh, ja, ich. Da kommen die anderen. Die Kids. Schön, wie sie fahren hier. Die genießen auch den ersten Tag. Da ganz verschämt geguckt. Jawohl, sauber. Nee, Jungs. Geil, der Nachwuchs rollt. Du provozierst das aber auch ein bisschen, ne, das Ganze. Also, das schön fahrt euch alles Mögliche. Erstmal dran gewöhnen, wie die Breite ist, da musst du aufpassen. Das siehst du ja so nicht. Nee. Aber das, denke ich mal, ist das Schmalste, was du kriegen kannst. Du musst wissen, wo die Räder sind. Ja, das kommt mit der Zeit. Ja. Hat die am Anfang auch Probleme, wo du gucken musst, welches Baumpaar oder welche Baumlücke, ja. Wo kommst du durch? Das ist ganz normal. Ja, da hinten brüllt es.
Upsi. Oh, nö. Spreewald. Waren wir vorhin auch schon mal gucken. Ist auch gar nicht mal so tief. Geht eigentlich. Hier geht's lang. Da kann man schön raushalten, ne? Das ist natürlich auch mal eine andere Geschichte. Und der Schwamm rein. Oh ja. Ach, schön. So, also ihr seht schon, hier ist ordentlich was los in Beckwitz. Selbst die Kumpels mit ihren Jeeps sind alle da. Also für den ersten Tag, muss ich ganz ehrlich sein, hätte ich nicht erwartet, dass so viele hier sind. Ja. Also ist schon aber toll. Aber das Wetter ist auch super. Ja. Sollen ja bis 17 Grad werden heute, ja, ne? Oder 16. Oh, hier. Geil. Der kleine Knirps. Ja, also Micha, nochmal so ein kleines Statement von dir zum Schluss des Videos. Geil. Echt? Es ist geil, habt ihr gehört? So einfach ist das. Da sind auch die Kiesgruben-Junkies am Start hier. Ein paar Truppenteile sind vorhanden. Da ist der Rest der Sippe. Wo ist der Rest? Ach, da sind die Mädels. Jawohl. Ja, winkt mal schön. Prima. Was? Schaukel. Ah, nee. Nee. Schaukel, Grüße an Devil Rider. Aber es ist nicht das. Ist das, ist das so eine? Ja, ist das? Das ist so eine. Ist, guck mal. Wolltest du anhalten hier? Nee, wollen wir uns vorhanden machen. Ja, das ist genau. Das ist so. Leute, da auf so einer Schaukel hat der Devil verletzt. Und gut. Was? Und? Was? Was und? Und? Ist ein bisschen langsam gegenüber meiner. Ist geil! Ist schon geil. Kannst du nichts anderes sagen. Lachs der Hecker? Ja, das merke ich. Kein Vortrieb. Ja, natürlich. Das geht mir auch so, wenn ich hier Lachs fahre und ich Gas gebe. Hast du hinten da drin ein bisschen Timbuktu und vorne bist du jetzt auch nichts. Bitte. Hier seht ihr gar nichts. Was? Geht mal, ja, geht ja, mal. Geht mal lang. Ja, geht mal. Wir zum Lager zurück. Genau, wir fahren zum Lager zurück. Also Leute, ich empfehle euch, wenn ihr vorhabt, euch ein Side-by-Side zu kaufen, macht eine Probefahrt, überlegt genau, wofür wollt ihr ein Side-by-Side haben. Es ist scheißegal, ob ihr euch eine Can-Am kauft oder eine Polaris. Das ist scheißegal. Es macht beides Spaß. Jeweils ein bisschen anders, weil sie anders gebaut sind, eine andere Form haben. Aber auch eine Arctic Cat mit 80 PS. Ja gut, Arctic Cat. Drehst du mit Allrad alle Räder durch. Also, ihr habt es gehört, Arctic Cat gibt es auch noch Stücke mit Yamaha. Ja. Überlegt euch, was ihr haben wollt und es ist scheißegal, es ist alles geil. So, ich denke mal, das war ein gutes Schlussstatement zu dem Video. Micha und ich, wir verabschieden uns. Ihr werdet mich ja mit Sicherheit noch auf dem Park erleben hier in Beckwitz. Wir werden ja öfters hier sein. Und, wenn euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich liken und ein Abo da lassen. Ja, nicht bei Micha, bei mir. Ja, bei Buggy Atze. Danke, Micha. Gut, Ringhaut. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.